Clemens, schön, dass du hier bist. Danke. Für dich geht es jetzt in deine ersten Profi-Playoffs. Wie gespannt und wie aufgeregt bist du schon deswegen? Ja, natürlich bin ich aufgeregt. Ich habe mir früher immer angeschaut, die ganzen 99er-Spiele, und da war Playoff immer die geilste Zeit praktisch, das alles ganz anzuschauen, und darum freut es mich jetzt, dass ich bei der Mannschaft dabei sein darf und ja, und hoffe auch, dass wir es weit schaffen, weil ich glaube, dass unser Team das Zeug dazu hat. Ja, jetzt haben wir es ja eigentlich schon weit geschafft in dieser Saison. War ja, glaube ich, auch deine erste Profisaison Ja. jetzt mit den Graz 99ers. Wie war das für dich? Wie hast du da diese Saison bis jetzt gesehen? Ja, also natürlich jeder junge Spieler wünscht sich, dass er bei den Profis einmal mitspielen kann oder dass er dann auch, dass es sein Beruf wird. Praktisch ist ja von jedem jungen Spieler der Traumberuf. Und wenn man es dann schafft, ich meine, natürlich, man ist nervös am Anfang, es ist alles viel schneller. Man muss erst einmal auf das Level, ich meine, ich bin noch nicht auf dem Level, aber ich versuche alles und gebe alles, dass ich da mithalten kann. Und ja, es macht mir viel Spaß, es sind alle nett zu mir, es haben mich alle gut aufgenommen, die Trainer sind nett zu mir und es freut mich einfach nur, dass ich da dabei sein darf. Du hast ja schon mit der Eishockey-Akademie Steiermark Playoff-Eishockey gespielt. Warst du da aufgeregt? Kann man das vergleichen mit dem, was jetzt dann kommen wird? Also natürlich, man ist auch nervöser bei den Nachwuchs-Playoffs. Es ist immer was anderes im Playoff. Es ist ein ganz anderes Feeling. Man ist angespannter. Die ganze Mannschaft ist mehr angespannt. Und man kann es vergleichen, aber es ist da natürlich in einem noch größeren Ausmaß, als es bei der U20 war. Dein Papa war ja selbst Eishockey-Profi. Wie schaut so ein sonntäglicher Frühstücksbrunch aus bei euch? Wird über Eishockey gesprochen oder habt ihr wirklich so, dass du sagst, Papa, wie soll ich da, wie kann ich da mal besser werden? Oder? Ja, na, also wir reden über viel, also ich kann mit ihm eigentlich über alles reden. Wir reden auch viel über Fußball, aber natürlich an Eishockey, da kommt kein Weg dran vorbei. Und ab und zu zeige ich ihm eben auch meine Shifts, frage ihn, was hätte ich da vielleicht besser machen sollen. Das ist natürlich eine große Hilfe, wenn man jemanden daheim hat, der eben auch schon, weiß nicht wie lange, 20 Jahre Profi-Eishockey gespielt hat, und das ist natürlich super. Manchmal kann es auch ein bisschen auf die Nerven gehen, aber da sage ich ihm dann schon, dass es genug ist. Und wie ist das im Team? Gibt es da Spieler, die euch Junge zur Seite nehmen und einmal euch Tipps geben und so weiter? Ja, also da war ich überrascht. Also es war sehr, sehr gut. Eigentlich fast jeder Spieler nimmt einem ab und zu mal auf die Seite, sagt einem, was man besser machen soll. Und da muss das natürlich auch nicht persönlich nehmen. Man muss die Tipps annehmen, weil die spielen ja alle nicht umsonst schon so lange Profi-Eishockey. Und ja, die Tipps sind eigentlich immer nett und brauchbar. Also. Was erwartest du dir jetzt von den Playoffs persönlich und auch fürs Team? Ja, ich hoffe und erwarte, dass wir Meister werden, natürlich. Und dass wir halt so weit wie es geht kommen. Und persönlich, ich wäre natürlich bereit sein. Ich denke, dass ich nicht so viel Spielzeit in den Playoffs bekommen werde. Aber wenn, dann bin ich bereit und ich werde es auch in den nächsten 2 Spielen alles dafür tun, um zu zeigen, dass ich da auch mitspielen will und kann. Jetzt nochmal rückblickend auf die Saison. Am Anfang der Saison haben wir das Abenteuer Champions Hockey League gehabt, wo du ja auch am Eis gestanden bist. Wie waren diese Spiele für dich? Glaubst du, ist das eine ähnliche Intensität wie jetzt dann im Playoff? Ich glaube schon, ja, es könnte schon hinkommen. Es war ein anderes Feeling. Die Nationalhymnen waren am Anfang. Man spielt gegen internationale andere Gegner, und ja, die Intensität war hoch und es hat extrem Spaß gemacht, gegen die zu spielen. Und ich kann mir denken, ich meine, ich weiß es ja noch nicht, aber dass es so im Playoff vielleicht noch intensiver sein wird, aber dass es schon nah hinkommt. Du hast gerade die Fans erwähnt. Wie siehst du das, wenn du da am Eis stehst und wir gegen KAC vor 4000 Leuten spielen? Pusht dich das oder ist das eher, wo du sagst, dann, hu, da habe ich jetzt ein bisschen einen Respekt vor der Kulisse? Ja, am Anfang, also habe ich mir schon gedacht, wenn man auf der Bank steht und hört, wie laut alles ist und die ganze Halle voll ist, dann ist man am Anfang ein bisschen nervös und denkt sich, boah, bin ich eigentlich nicht gewohnt, dass immer so viele Leute zuschauen kommen. Aber nach dem ersten Wechsel, man merkt, wie die Fans dann praktisch einen antreiben und dann ist es eigentlich nur noch ein cooles Gefühl, wenn man da am Eis steht. Hast du da vielleicht eine kurze Nachricht an unsere Fans für die kommenden Playoff-Spiele?
Ja, ich meine, ich hoffe, dass ihr so wie eigentlich immer wieder zahlreich erscheinen werdet und dass ihr uns in den Playoff wieder voll unterstützt, weil nur so können wir dann auch eine bessere Leistung abrufen als sonst, wenn wir euch im Rücken haben praktisch, und ich hoffe, dass alle zahlreich erscheinen werden. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg in den Playoffs. Danke.